Bundeskanzler Olaf Scholz, der muss heute ein zweites Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob er in seiner Zeit als Bürgermeister mit dafür gesorgt hat, dass die Hamburger Warburg Bank zu Unrecht erstattete Kapitalertragsteuer nicht zurückzahlen musste. Es geht dabei um insgesamt 47 Millionen Euro. Scholz bestreitet die Vorwürfe. Nach Informationen der Bild-Zeitung liegen dem Ausschuss inzwischen aber neue Dokumente vor. Es handelt sich dabei um Auszüge aus dem Tagebuch des Warburg-Bankers Christian Olearius. Isabel Finzel berichtet. Warum wollte Hamburgs Finanzbehörde eine Steuerschuld der Warburg-Bank von 47 Millionen Euro plötzlich nicht mehr zurückhaben? Hat Olaf Scholz als damaliger Bürgermeister von Hamburg auf diese Entscheidung Einfluss genommen? Heute muss er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. In der vergangenen Woche wies er erneut jede Verantwortung von sich. Wir haben eine Situation, wo jetzt 2,5 Jahre versucht worden ist, etwas zu identifizieren, was es nicht gibt, nämlich eine politische Einflussnahme auf diese Entscheidung. Und dabei bleibe ich, es hat diese politische Entscheidung, Einflussnahme nicht gegeben. An Gespräche mit Bankeigentümern in der Zeit will sich der Kanzler nicht mehr erinnern können. Die Staatsanwälte haben etliche Mails, Chats, Kalendereinträge und Anhänge durchsucht. Auch das Postfach des amtierenden Bürgermeisters von Hamburg, Tschentscher, soll durchsucht worden sein. Er soll damals als Finanzsenator ein Schreiben der Warburg Bank an seine Behörde weitergeleitet haben. Hinzu kommen mehr als 200.000 Euro Bargeld, die im Schließfach von Scholz' Parteikollegen Johannes Kahrs gefunden wurden. Er soll die Gespräche zwischen Scholz und der Bank vermittelt haben. Also ich bin so neugierig wie Sie und wüsste natürlich gern, wo es herkommt, aber er wird mir wahrscheinlich weder mir noch Ihnen eine Auskunft erteilen. Die CDU übt scharfe Kritik. Bezogen auf Scholz und Tschentscher sagte der Obmann im Untersuchungsausschuss Seelmecker, beide müssen zurücktreten. Der Untersuchungsausschuss versucht nun schon seit fast 2 Jahren zu klären, ob SPD-Politiker damals Einfluss genommen haben. Zum zweiten Mal muss Olaf Scholz heute aussagen. Da gibt es also eine ganze Menge zu klären und aufzuklären in Hamburg. Wir wollen das hier in Berlin ein Stück weit tun mit unserer Reporterin Leonie von Randow. Sie ist vor dem Kanzleramt in Berlin-Mitte. Schönen guten Morgen, Leonie. Wie geht es da jetzt konkret weiter in der Cum-Ex-Affäre? Und wie steht es dabei eigentlich um einen möglichen politischen Schaden für den Kanzler? Wie groß ist der schon jetzt? Wie groß könnte der heute noch werden? Ja, guten Morgen, Jens. Der Schaden, der ist schon jetzt relativ groß, denn besonders glaubwürdig finden viele das ja nicht, was der Kanzler da sagt, dass er nämlich von nichts gewusst haben will. Das glaubt man ihm nicht so ganz. Zumindest ist die Kritik eben sehr groß. Gerade im Beitrag haben wir es noch mal gehört. Er sagt ja klipp und klar, es habe eben keine politische Einflussnahme gegeben. Dass er aber diese Gedächtnislücken hat, das finden viele dann doch etwas verdächtig. Zumal Scholz auch als jemand bekannt ist, der eigentlich sehr akribisch arbeitet, der mit Details vertraut ist. Manche denken also, dass das doch etwas merkwürdig ist, dass er sich an 3 Gespräche, nicht nur an ein einziges, sondern an 3 Gespräche, so gar nicht erinnern kann. Es ist allerdings nicht wirklich zu erwarten, dass da jetzt von Scholz heute in diesem Untersuchungsausschuss in Hamburg vor der Hamburger Bürgerschaft etwas Neues kommen wird. Denn auch das haben wir im Beitrag eben gehört. Er hat ja schon gesagt, dass er dem eigentlich nichts hinzuzufügen hat, dass er nicht erwartet, dass da was Neues rauskommt. Dennoch wächst natürlich der Druck auf ihn, das muss man ganz klar sagen. Sollte sich nämlich der Verdacht einer politischen Einflussnahme doch erhärten, dann würde sich die Schlinge um seinen Hals doch ein ganzes Stück enger ziehen. Leonie, jetzt muss man aber sagen, aktuell ist es auf jeden Fall zumindest mal keine gute Woche für den Kanzler. Wir haben eine Holocaust-Relativierung im Kanzleramt gesehen vom Palästinenserpräsidenten Abbas. Scholz hat nichts gesagt. Dann wurde er ausgebuht in Neuruppin. Jetzt dieser Termin. Wie kommt er da endlich wieder raus, damit es wieder bessere Schlagzeilen über den Bundeskanzler gibt? Zunächst mal muss man an dieser Stelle noch mal ganz klar festhalten, dass hier heute nicht gegen Scholz selbst ermittelt wird. Es gibt also kein Strafverfahren, was gegen ihn läuft, sondern eben nur gegen 2 andere SPD-Politiker und auch gegen eine Finanzbeamtin, die eben für den Fall der Warburg Bank zuständig war. Scholz, der sagt nur als Zeuge aus. Aber ihr habt natürlich trotzdem recht. Du hast recht damit, Nele, wenn du eben sagst, dass sein Ansehen darunter ganz schön leiden könnte. Wenn man sich aber mal den aktuellen ARD-Deutschland-Trend anguckt,
anguckt, dann spiegelt sich das da erstmal nicht wieder. Die SPD, die liegt weiter hinter Union und Grünen auf dem dritten Platz in Sachen Beliebtheit, liegt bei 18% und hat es sogar geschafft, um einen Prozentpunkt zu klettern. Insofern, in der Bevölkerung kommt von diesem Skandal, diesem mutmaßlichen Skandal, erstmal nicht viel an. Das ist also ein Stück weit vielleicht sein Glück, dass Cum-Ex eben eine so vertrackte, eine so komplexe Geschichte ist, dass viele einfach gar nicht richtig begreifen, wie schlimm das denn wäre, wenn da tatsächlich etwas dran sein sollte, dass Olaf Scholz da seine Finger im Spiel hatte. Wir sind also gespannt, was wir da heute noch erfahren und ob das die Wählermeinung noch weiter beeinflussen wird. Vielen Dank für den Moment, Leonie. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.